Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spore. Wieder mit unserem Kollegen hier, mit unserem guten alten Freund, dem ich weiß nicht, wie er heißt, Krukor. Hallo Krukor, was geht? Ich mag dich auch. Ja, wir sind fast fertig mit der Kreaturenphase. Wir kommen bald in die Stammesphase vermutlich. Ich bin sehr gespannt drauf. In der letzten Folge waren alle sauer auf uns, deswegen, das war keine schöne Erfahrung. Ich hole mir nochmal neue Leute in meinen Rudel rein. Hier sind irgendwie keine anderen mehr. Haben wir wieder unser Nest verlassen? Oh, es sieht so aus. Oh, es sieht so aus, als hätten wir wieder unser Nest gewechselt. Dann lass uns neue Nest gehen und dann noch einen Typen holen fürs Rudel und dann holen wir uns mal ein paar neue DNA-Punkte, würde ich sagen. Wir haben nämlich nur noch 7. Warum nicht so schnell? Habe ich auch auf Speed gedrückt? Kann sein. Da sind zum Beispiel diese Kick-Tas. Die sind doch. Ah, die können sich ja mega gut tanzen. Die haben Arsch die Beine. Und die haben sogar nur zwei Beine. Das ist aber so, als hätten die übel viele. Bitte hol nicht 1000 Kameraden und bitte tanz nicht. Okay. Ja, wir sind mit Tanzen okay. Wir sind ja zu dritt. Vielleicht könnten wir es packen. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, okay. Ja, den haben wir easy. Sind die sauer da vorne auf uns? Nee. Wer sind diese ganzen Kreaturen da überhaupt? Waren die in der letzten Folge auch schon da? Die da hinten und die hier, die waren noch in der letzten Folge noch nicht hier, oder? Hä? Sind hier neue Leute eingezogen oder so? Ja, Mann, ich mag euch auch. Wo ist euer Alpha-Tier? Ach, hier. Hallo. Du hast einen Teil für mich, glaube ich. Dann lass mal irgendwas machen. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt sind die in der Riesengruppe. Okay. Hä, warum bin ich nur zu zweit? Oh, der da unten macht nicht mit, oder? Ey! Machst du mit? Okay, an dem Punkt ist es aber auch schwieriger, wenn nicht alle mitmachen hier von unserem Rudel. Komm, einmal noch, einmal noch. Ach, ihr Bastarde. Komm schon, komm schon, komm schon. Genau, mal, nochmal, komm. Lass nochmal, komm, lass nochmal. Jetzt schaffe ich euch. Ich glaube nämlich, der eine hat gerade eben nicht mitgemacht. Na, sieht trotzdem nicht besser aus. Ja, das wird nichts. Ja, scheiß auf euch. Egal, wir gehen einfach zu unserem neuen Nest und gut ist. Oh, wartet. Ihr wärt natürlich cool gewesen für ein neues Teil für mich, aber naja. Wir bekommen die ganze Zeit nur Beine gerade. Ich will keine Beine haben. Oh, ich habe vergessen, dass ich mir so ein gigantisches Gesäß gemacht habe. Wow. Ach nee, warte, aber können wir die mittlerweile nicht sogar gleiten? Habe ich das überhaupt in der letzten Folge gemacht? Also wir können so fliegen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt in der letzten Folge gemacht haben. Ich glaube nicht. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns Hockies, für uns Lil Hawks. Aber für unseren Kameraden ist es natürlich ein bisschen doof, weil er nicht fliegen kann. Aber, naja. Hallo Quabart. Ist okay, ist okay. Ich hoffe immer noch sehr darauf, dass wir irgendwann eine epische Kreatur sehen werden. Also die habe ich ja erwähnt, sind diese quasi, sind einfach nur normale Kreaturen, aber sie sind halt gigantisch. Oh, die sind aber ein bisschen. Na, mit dem will ich mich nicht anlegen. Haben wir bisher jemals einmal einen Kampf gewonnen? Ich weiß, dass wir ganz am Anfang eine Kreatur, eine Spezies ausgerottet haben. Aber die konnten sich auch legit so nicht wehren einfach. Ich glaube, die hatten nicht mal irgendwie Krallen oder sowas. Und ich glaube, sonst haben wir nie einen Kampf. Also geführt haben wir schon einige Kämpfe, aber nie gewonnen. Naja, wie auch immer. Naja, ist gut. Also, dich hier. Hallo, was geht? Dich hätte ich gerne als meinen Kameraden an meiner Seite. Oh, hier sind sehr viele Skelette. Schau ich das mal an. Wenn das nicht ein paar geile Teile sind, dann weiß ich auch nicht. Hab nicht irgendwas Gutes, nicht nur Arme oder Beine. Sülznabel? Das ist wirklich ekelhaft. Das akzeptiere ich nicht. Oh, bezaubern 4 aber, nicht schlecht. Was ist das? Ja gut, die Augen brauchen wir nicht. War ich nicht noch irgendeins? Ah, hier. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Oh, Laskarpe. Die sehen aber ein bisschen aus, als könnte man sie töten. Wo sind denn die? Hier. Oh, die haben nur einen Angriff. Die haben nur eins. Die haben nur eins. Ja, die müssen wir töten. Wir sind vor allem. Wir sind ein bisschen zu sozial in letzter Zeit. Ich finde, wir sollten mal wieder eine Spezies ausrotten, nicht wahr? Solange wir im mittleren Feld bleiben, ist doch alles gut. Hallo, ihr seid cool. Ich mag. Oh, warte, lass erst das Baby töten. Weil wenn wir das Baby töten, haben wir zuerst. Wir müssen noch nur 5 von denen töten. Das ist fast schon zu einfach, dieses Ziel. Ich fühle mich fast schon schlecht. Naja, wie auch immer. Man kann es auch irgendwie mit Hotkeys machen. Ich klicke immer drauf. Naja. Wo sind die anderen von euch? Wo wohnt ihr? Oh, da vorne. Okay, den rammen wir. Pass auf, pass auf. Ramm! Yo, der wurde komplett kaputt. Das Geile am Rammen ist halt, dass sie dann kurz betäubt sind.
Das ist ein Riesenvorteil, Mann. Weil wer das noch nicht gemerkt hat, ich habe eine kleine Upload-Plan-Änderung mittlerweile auf dem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben die beide gleich ausgerottet. Und zwar kommt jetzt immer Spore. Ich helfe dir mal mit dem hier. Okay, die sind tot. Und zwar kommt immer Spore am... Oh shit, jetzt weiß ich es nicht, verdammt. Jetzt wollte ich gerade erwähnen, was... Also es kommen immer 3 Videos pro Woche. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Und am Mittwoch kommt, glaube ich, immer Spore. Am Montag kommt immer Hexit. Übrigens, danke für das positive Feedback unter den Hexit-Videos. Das freut mich mega. Also ich bin so froh, dass ich hier einfach machen kann. Ihr enjoyt das so sehr wie ich. Weil, keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass Spore und Hexit eine Sache sind, die so super viel interessieren. Aber scheinbar, wow, das hat mich wirklich sehr berührt. Freut mich wirklich sehr. Und am Freitag kommt dann immer ein Random-Video. Warte, stimmt das überhaupt? Lass mich ganz kurz nachschauen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Doch, ja. Dienstag Hexit. Donnerstag Spore. Und Samstag kommt ein Random-Video. Okay? Dienstag, Donnerstag, Samstag. So ist das. Ich weiß nicht, ob ich es gerade eben richtig gesagt habe, aber jetzt wisst ihr es nochmal genauer. Also, da wisst ihr auch immer, wann Spore kommt. Ich wurde nämlich nach dem ersten Part echt oft gefragt, wann wieder Spore kommt. Und ich dachte mir jetzt, wisst ihr es einfach jeden Donnerstag. Und ja. Ja, ich wollte halt nicht nur so Main-Let's-Plays machen, wie jetzt eben Hexit oder Spore, was halt einfach ganz viele Parts sein werden, sondern will trotzdem auch noch, so wie es halt schon immer war auf dem Kanal, ab und zu so normale, also einfach andere Videos bringen, die einfach nur so ein Part-Dinger sind, versteht ihr? Die nicht so ein großes Projekt sind, sondern einfach nur ein Part. Und deswegen ist dann der Slot dann in dem Fall jetzt für einen Samstag frei, wo wir einfach irgendwas dann immer spielen für nur ein Video oder so. Genau, das ist der Plan. Ihr seid sehr süß, Mann. Kann ich euch töten? Ich denke, ich werde es tun. Seid ihr alle full health? Wir haben halt an dem Punkt wirklich der Schurke mit 250 Leben. Der ist halt einfach wirklich OP auch. Also, das ist krass. Wir haben quasi... Töten wäre natürlich schon geil, aber... Mir fällt immer wieder auf, dass Töten so viel weniger bringt. Wir bekommen viel weniger DNA dadurch. Ja, scheiß drauf. Lass uns mit denen anfreunden. Ist doch besser. Außer es sind jetzt so Kings, dann töten wir sie. Wenn die jetzt uns komplett rasieren, dann töten wir sie. Aber ich glaube, die sehen... ich wollte gerade sagen, die sehen nicht so aus, könnten sie irgendwas. Oh mein Gott, wir machen die mit einem Tanz. Oh Gott, das ist ja krass. Okay. Naja, gut. Aber die sehen cute aus. Klingen die wie Affen oder ich? Ich glaube, ich klinge immer noch wie ein Affe. Na los, komm. Oh, das können wir nicht so gut, merke ich gerade. Warte, warum... Oh, sorry, ich hab getanzt. Warum sind es ja 3 von uns? Hä? Wir haben doch nur 2 im Rudel, oder nicht? Ah, nee. Ach so, ich und 2 andere. Ja, stimmt. Ach so, wir sind zu 4 schon in diesem Rudel? Lol. Okay, wir haben es nur verkackt, weil ich mich einmal missklickt habe. Ah, nee, doch nicht. Okay. Danke euch. Jetzt vielleicht noch einmal, damit wir ultra cool DNA bekommen von euch. Und dann würde ich sagen, passen wir uns mal wieder ein bisschen an. Ups. Ich habe, by the way, in den Parts gar nicht so krass gemerkt, wie krank ich in diesem Editor drin gesteckt habe. Ich habe schon wieder das Falsche gedrückt, tut mir leid. Jungs, es tut mir wirklich leid, ich drücke die ganze Zeit das Falsche. Okay. Es könnte sein, dass ich dieses Mal verkacke, weil ich drücke immer die falsche Taste. Ich war echt lange in diesem Editor in den letzten Folgen. Also in einem Part habe ich legit so 10 Minuten rausgeschnitten, weil ich quasi nur im Editor war. Auch nichts gesagt, sondern einfach nur so mich durchgeklickt habe. Das ist mir gar nicht so lange vorgekommen. Aber mir ist das natürlich auch wichtig. Als eine Person, die natürlich sehr viel Wert auf Aussehen legt, also nicht von mir, obwohl ich natürlich extrem hübsch bin, das ist natürlich ganz klar. Aber so, ich meine, äußerlich jetzt mit Zeichnungen und Stuff und so. Also ich mag einfach Designs und dass etwas gut aussieht und so. Als jemand, der so ein bisschen ein Auge für Ästhetik hat, oder zumindest haben will, muss ich ganz ehrlich sagen, war es mir auch einfach wichtig, glaube ich, im Editor, dass mein Wesen am Ende auch einfach gut aussieht. Ich will die doch gar nicht töten. Wieso töten wir die gerade? Haben die uns angegriffen? Ich habe nichts mitbekommen, was passiert ist. Wir sterben vor allem. Die killen uns. Ach du Scheiße. Oh, hoffentlich stirbt mein Schurke nicht. Okay. Ich habe gerade ein Achievement bekommen, vielleicht habt ihr es gesehen, dass ich so und so viele Leute in den Tod geführt habe von meinen Kollegen. Das ist natürlich sehr schlecht. Ich habe ein Achievement dafür bekommen, dass ich ein schlechter Rudelanführer bin.
dass ich schon so viel ins Gewissen ge. Ins. Wie sagt man? Ins Jenseits geschickt habe. Miese Nummer. Aber, und das ist natürlich eine Sache, die immer so bleiben wird: unser Schurke, der 250 Leben hat, der kann von denen kaputt gemacht werden, wie es geht. Das ist dem vollkommen egal, der überlebt einfach. Der überlebt so viel, das ist insane. Ja, aber leider verkacke ich die ganze Zeit mit meinen anderen Rudelkollegen. Wir sind irgendwie eine recht schwache Spezies. Es basiert sehr viel darauf, dass wir einfach getragen werden von unserem Kollegen da, von unserem Schurken. So, irgendwas Neues, was Interessantes. Ich glaube nicht tatsächlich. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel, wie gesagt, nicht mehr so viel Zeit in der Kreaturenphase. 4 Pfote habe ich schon. Oh, das sieht witzig aus hier. Saugopot. Mann, vielleicht ist Saugopot eher eine... Okay, dabei können wir schlechter tanzen. Aber ist Saugopot vielleicht eher eine Sache für uns, weil wir halt ein Tintenfisch sind? Meint ihr, das sieht besser aus an mir? Ew. Aber eigentlich halt echt. Also es sieht ein bisschen eklig aus, aber es sind halt Saugnäpfe. Ich glaube, die passen viel besser zu mir. Wenn ich vielleicht das hier unten noch ein bisschen dicker mache. Wisst ihr, so irgendwie? Ja, das sieht schon... Ja, sieht halt schon gut aus. Ja, ich lass das. Ich lass das. Es ist von den Werten ein bisschen schlechter, aber ist okay. Und irgendwo war dieser Bauchnabel. Das hier. Süßnabel. Haben wir einer von den beiden dran oder warum können wir bezaubern? Ich weiß nicht. Was bringen uns die Dinger? Ram? Wir haben noch irgendwas hier drunter, glaube ich. Ah, brauchen wir nicht, egal. Haben wir eh kein Geld und ich sehe auch eklig aus mit dem Bauchnabel. Von dem her ist das in Ordnung. Wir haben uns jetzt nicht viel verändert, aber ja. Oh, vielleicht hätte ich noch was an unserem Rückgrat ändern können, dass wir aufrechter stehen. Aber ich glaube, an dem Punkt, das ist doch eine 1, oder? Wir stehen doch wie eine 1. Okay, Jungs. Ich brauche mal wieder ein paar neue Rudelleutis. Was bringt Hilfe der Herde eigentlich? Ich sehe gerade die ganze Zeit, dass wir so eine Ulti quasi haben, aber ich weiß nicht, was sie bringt. Hilft die uns, wenn wir irgendwie in einem Kampf sind oder so? Lass mal mit denen anfreunden, die auf Orange sind. Ja. Und schauen, ob Hilfe der Herde irgendwie was bringt. Weil die sind erstmal nur so ein bisschen schüchtern uns gegenüber. Die sind noch nicht böse auf uns. Die sind misstrauisch, so sagen wir mal. Das heißt, es geht noch. So, wenn ich jetzt Hilfe der Herde mache. Warte, was sind das für Leute da hinten? Wer sind die? Das ist doch nicht meine Herde. Ah, okay, wir werden wirklich geboostet dann durch andere Kreaturen. Aber die sind nun wirklich nicht meine Freunde, oder? Ach so, doch, haben wir uns nochmal mit denen anbefreundet, kann das sein? Ich glaube, wir haben uns echt mal mit denen befreundet. Das ist gut möglich. Ja, ich kann das nicht, Mann. Die haben gerade posieren gemacht und posieren kann ich nicht. Egal. Monwert? Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich mich mit denen angefreundet habe, mit diesen grünen Dingern hier. Monwert? Werk die? Keine Ahnung. Erinnert ihr euch an die? Ich hab keine Ahnung. Lass mal rein, schon schnell. In unserer schönen Fibel hier. Nein, die sind hier nicht, oder? Das sind einfach irgendwelche Kreaturen. Naja, gut, warum nicht? Ich bin der Letzte, der sich beschwert. So, jetzt noch einen, dann bekommen wir 70 DNA. Außerdem müssen wir ein bisschen aufsteigen mal. Und dann eventuell schauen wir noch mal ein bisschen rum einfach, was sich die Welt hier zu bieten hat. Wir könnten vielleicht sogar schon nach denen hier in der Kreaturenphase abschließen. Die Leiste sieht nämlich ziemlich voll hier unter mir aus. Okay. Nee, noch nicht ganz, aber... Also wenn ich mich jetzt noch mit einem anfreunde und noch einen töte, dann sind wir fertig mit der Kreaturenphase. Wow. Gänsehaut. Dann haben wir 3 Parts für die Kreaturenphase gebraucht, hä? Sportlich. Sportlich, sportlich. Ich find's so insane, wie kurz die Zellenphase geht im Vergleich zu allen anderen Phasen. Die Zellenphase geht so kurz. Das sind legit so 20 Minuten oder so gewesen. Achso, die sind sauer auf mich. Ups, ich weiß nicht, sorry. Wer seid ihr denn? Kremlo. Okay. Ey, chill doch mal, Junge! Mann, ich will doch nichts von euch. Mann, lass abhauen, Jungs. Abhauen. Jetzt werde ich von irgendwelchen Leuten einfach angegriffen, von denen ich noch nie... Ich will doch nichts mehr von denen. Ich will doch gar nichts von denen. Also es gibt ja keinen, der mir gerade egaler war als diese Leute.
Und trotzdem killen die einen von mir, oder? Nee, doch nicht. Ich sag gerade kurz aus, weil die Leiste hier nicht da, aber alles gut. Einfach angegriffen zu werden, ist nicht cool, Mann. Aber ich wollte gerade den Stock aufheben, weil es mir aufgefallen ist, dass wir bis heute keine Arme haben und nichts aufheben können. Oh, wir können auch nicht mehr sprinten durch die neuen Füße von uns. Ach. Man hat hier nur Feinde in der Kreaturenphase. Ich sag euch, wie es ist. Das ist doch nicht mehr schön. Wenn wir erstmal in die Stammesphase aufsteigen, dann werde ich einfach nur unser Essen sein, okay? Ihr alle, die ihr so tut, als wärt ihr so überlegen oder so. Ihr seid nichts im Vergleich zu uns, okay? Was sind unsere Kollegen? Ich habe das Gefühl, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, finden wir vielleicht noch irgendeinen richtig coolen Spot. Ich will noch eine Überraschung sehen im Laufe des Parts. Irgendwas richtig Cooles, ein UFO, eine epische Kreatur. Oder halt einfach ein bisschen die Welt erkunden und schauen, was so, sich so bietet. Okay, die sind böse auf uns. Warum haben die böse auf einen sind, eigentlich immer meistens Skelette um sich rum? Das ist doch doof. Schau mal, hier ist nur ein einziges Skelett, nur ein einziges Teil, was ich mir holen kann. Und bei diesen wütenden lagen legit so 15 oder so. Hier auch schon wieder. Schau mal, so ein riesiges, geiles Skelett. Na, aber die sind super sauer auf uns. Oh, die sind auch mega stark, lol. Die haben 15 Damage, holy shit. Die sind richtig stark. Und die da oben, sind die auch böse? Ne? Oh, die sind auch böse. Warum sind die alle so sauer? Wer hat die verletzt halt? Ja, wir müssen ganz kurz wir müssen ganz kurz hier stören. Und durch euer Nest durch. Ja, nervt doch nicht. Hört auf uns anzuspucken. Einer stirbt was von uns, was? Nein, der stirbt ja wirklich. Was soll das? Aber die sind auch sauer, oh mein Gott. Es ist doch nicht mehr feierlich. Ja, der wird voll verrecken. Der auch, oh mein Gott. Wirklich, also wo man hingeht, feindliches Gebiet. Ja, lass einfach mit einem anfreunden und dann die Phase hier beenden. Es pisst mich an, dass die alle noch sauer auf uns sind. Ohne Sinn auch. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, by the way, welche Phase ihr am coolsten findet. Weil ich mag die Kreaturenphase sehr und ich habe schon vor ein paar Tagen, glaube ich, gelesen, dass die Kreaturenphase am meisten mögen. Aber wie steht ihr zum Stammesphase zum Beispiel? Weil die Stammes- und die Zivilisationsphase sind auch ganz anders. Das ist ja nicht mehr so, man steuert eine Kreatur, sondern man hat, vielleicht kennt man die von euch vor gar nicht, so von oben und es ist quasi so wie so, wie sagt man? Oh, sorry, ja, ich hab's falsche gemacht, Mist. Da steuert man von oben und steuert einfach nur so Einheiten im Grunde. Und gründet Dörfer und sowas. Das sind dann die Phasen, die später kommen. Aber super cool. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, wie ihr die nächsten Phasen findet. Und also falls ihr es noch nicht kennt. Und falls ihr es bei euch kennt und cool findet, dann sagt gerne, was eure Lieblingsphase ist. Ich glaube, ich finde die... wie heißt die nochmal? Die letzte Phase. Die Space-Weltraum-Phase. Die finde ich, glaube ich, mega cool. Die ist immer spaßig. Ja, unser Gehirn ist jetzt voll entwickelt. Wir können nun in die Stammesphase. Ich kick mal kurz einen von unseren Kollegen raus und hole uns noch einen Schurken ins Team. Weil wenn wir zwei Schurken in der Stammesphase haben, wäre es mega OP. Na, klappt das aber? Ich hoffe, wir werden, glaube ich, gerade angegriffen. Okay, easy. Okay, okay. Also, ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, was der Vorteil daran ist, sich so Schurken ins Team zu holen. Die Schurken sind immer wie ganz normale Kreaturen, aber nochmal ein bisschen stärker. Die haben immer übel viel KP. Also statt uns, wir haben jetzt 100 KP max gehabt am Ende. Die haben 250 standardmäßig. Das ist halt wirklich krank. Und das ist ein Riesenvorteil, weil, klar, unsere Phase ist jetzt vorbei, aber wie ich schon mal in einem letzten Part erzählt habe, man nimmt die mit in die Stammesphase, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wenn wir in die Stammesphase kommen und unser kleines Dörflein gründen, sollten die, weil die sich ja nicht weiterentwickeln, so wie wir, und wir ja die Intelligenten sind und die weiterhin einfach Tiere bleiben, dann unsere Haustiere sein und für uns kämpfen. Wie Wölfe bei Menschen, ihr versteht schon. Und das ist vielleicht zum Beginn der Stammesphase ein großer Vorteil, sich solche Schurken zu holen. Vielleicht ist es auch eigentlich vollkommen egal und ich würde genauso gut in die Stammesphase kommen, aber ich bilde mir ein, dass es ein taktisch kluger Play von mir ist, okay? Dann, ab dem Punkt, by the way, können wir jetzt nur noch uns, also
Ich würde mich jetzt noch einmal mich abändern vom Aussehen. Und das ist dann unser letztes Mal, wo wir uns anpassen können. Danach können wir nur noch Kleidung und sowas anziehen. Weil ab dann sind wir intelligent und tragen, laufen nicht mehr nackt rum. Demnach werden wir uns jetzt noch einmal so richtig schick machen. Und dann kleiden wir uns ein. So. Hallöchen, will jemand mit mir ein Baby machen? Oh, du siehst richtig hübsch aus. Mach mit mir ein Kind. Okay. So, also jetzt können wir vor allem die ganzen unnötigen Teile entfernen, die wir eigentlich sowieso nicht brauchen. Oder kommt gleich nochmal eine... Boah, ich weiß nicht. Vielleicht kommt gleich auch nochmal so ein Editor, mit dem wir alles entfernen können. Ich glaube nicht, egal. Wir machen das Zeug weg. Was sollen wir den Hintern dran lassen? Der ist eigentlich echt witzig. Ich mag den Hintern wirklich sehr. Okay, wir stehen recht aufrecht. Das ist gut. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen so. Aber an sich sehen wir eigentlich schon ziemlich perfekt aus. Soll ich die Arschbacken lassen? Ich glaube, ich lasse die Arschbacken. Die gefallen mir. Können wir noch irgendwas adden, was mich jetzt noch mehr hockeymäßig aussehen lässt? Oder sind wir so schon eigentlich ziemlich perfekt? Vergleicht uns mal miteinander. Ich habe ja immer noch das große Problem, dass es nicht die perfekte Farbe für mich gibt. Weil wenn ich nicht blau mache... Obwohl... Boah, ist das besser oder das? Nee, das ist mehr grünlich, oder? Eigentlich ist das Blau gar nicht so doof. Aber es ist halt nicht genau mein Blau. Es nervt mich halt, es gibt nicht genau... Schaut, ich bin da sehr penibel und es gibt halt nicht genau die blaue Farbe, die ich habe. Das ist immer ein bisschen zu falsch. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns so blau machen, als so. Weil das ist mehr grün, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, das ist zu grün. Das ist zu grün. Vielleicht sowas in der Richtung? Ah, ne, das ist zu dunkel. Jetzt müssen wir wirklich die perfekte Farbe finden für uns. Vielleicht ist es doch tatsächlich die Farbe hier. Vielleicht ist es die. Ja, ich glaube, die ist es. Ich glaube, wir machen uns so. Ja. Vielleicht noch den Mund ein bisschen runter. Kann ich auch noch mal kleiner machen? Nee. Ist ein größerer Kopf besser? Ich habe schon einen ziemlich großen Kopf. Wisst ihr was? Ich glaube, der sieht gut so aus. Ich glaube, so können wir ihn lassen. Das bin ich. Oder? Oder ist der Mund zu klein jetzt? Ach. Ich glaube, ein bisschen größer kann der schon sein. Ja doch, das bin ich. Darin sehe ich mich. Wenn das nicht ich bin, dann weiß ich auch nicht. So. Puh, jetzt geht die Stammesphase. Ich habe so Bock drauf. Okay. Lass mich kurz einen Schluck trinken. Let's go. Deine Aktion als Kreatur. Oh mein Gott, wir sind übel. Ach du Scheiße, das war mega knapp. Ich wollte die ganze Zeit auf der mittleren Schiene bleiben und wir sind ganz knapp noch in der normalen, in der mittleren Schiene. Aber schau mal, wie knapp es am Ende war. Ich habe mich mit zu vielen Leuten am Ende angefreundet. Oh mein Gott, das war so knapp. Das wäre nur so ein Mini-Ding gewesen, dann wären wir sozial. Und wir wollen nicht sozial sein. Deine Schatzkreaturen haben deiner Spezies eine neue Fähigkeit beschert. In der Stammesphase erwarten dich neue, einzigartige Fähigkeiten. So. Schau mal, was wir für eine Entwicklung durchgemacht haben. Schau dir das mal an. So sahen wir am Anfang der Kreaturenphase aus. Was ist das? Na, dann so. Dann so. Ja, doch. Der hat sich doch gut entwickelt, der junge Mann. Jo, genau. Wie sah denn eigentlich als Zelle aus? Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren ja so süß als Zelle. Okay. Oh, ich hab mich gerade verschoben. Jetzt. Los geht's. Oh, wir können uns doch nochmal anpassen. Okay. Ich wusste nicht, ob man das nochmal machen kann oder nicht. Ich wusste es ja einfach nicht, okay? Sonst wäre ich nicht nochmal extra reingegangen. Aber ich glaube, wir haben alles soweit
eigentlich gut gemacht. Ja, ich fand uns gut so. Wir können uns so lassen. Irgendwie hier nochmal was oder so? Hier, so ein Bauchnabel. Jo. Ih, das ist doch so eklig. Oh, kann man die irgendwie da... Ah, das wäre genial, wenn man... Stell dich mal vor, man kann diesen Bauchnabel hier an die Tentakel dran machen. Das ist dann wie so Noppen sind. Aber naja, geht nicht. Okay. Los geht's. Oh, das wird jetzt weird, weil wir haben keine Hände. In der Szene nimmt man normalerweise so einen Ast in die Hand und wirft ihn dann hoch. Glaube ich. Oder war das so? Aber weil wir quasi keine Hände haben, nehmen wir ihn jetzt in den Mund. Wie primitiv. Der Effekt ist irgendwie... Oh mein Gott. Also wer diese Szene nicht kennt, normalerweise hält er den... Wisst ihr, nimmt den Ast und streckt den so in die Luft. Und das halt jetzt sah jetzt gerade so super dumm aus. Ja, du bist ein Vollidiot. Du bist ein Trottel, okay. Jetzt macht doch endlich Feuer, Mann. Was hindert euch? Die sehen ein bisschen aus wie Boss und Banger. Die stehen da wie so Türsteher. Schau ich die mal an. Juhu, Feuer. Wir sind so intelligent plötzlich geworden. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Ist das nicht schön? Das ist doch was. Ich glaube, ich fand die Steuerung immer ein bisschen kompliziert in der Stammesphase, aber ist okay, kriegen wir schon hin. Ich glaube trotzdem, allen in allem, also, es wird spaßig, aber alles in allem, glaube ich, mag ich die Phase tatsächlich am wenigsten. Weil nach kommt die Zivilisationsphase, die ist nochmal ein bisschen cooler, weil die ist mehr geopolitisch und so richtig interessant. Und die... Ja, die letzte Phase, da kannst du ja quasi alles machen, weil es ja Open-End ist, das Spiel. Es hat ja kein wirkliches Ende. Aber die Stammesphase, ich weiß nicht. Irgendwie, das ist so ein Mittelding zwischen den Phasen und irgendwie, ich fühle nicht so. Also ich habe die früher nicht so gefühlt, aber mal schauen. Vielleicht wird's spaßig. Und jetzt sind unsere Feinde halt im Gegensatz zur Zellen- und Kreaturenphase nicht andere Kreaturen, nicht andere Lebewesen, sondern wir selbst. Wie halt es auch bei den Menschen war, es ist halt jetzt so, dass so andere Stämme aufkommen und ebenfalls so intelligent werden und dann eben vielleicht gegen uns Krieg führen wollen oder eine Allianz bilden wollen. Das ist so das Ding jetzt. Erobere sie Ziele. Also wir müssen auf jeden Fall welche ausrotten, einen Stamm, damit wir... Achso, was soll ich machen? Achso, ich muss den Stammesplaner. Okay, boah, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, erstmal anpassen. Was wollte ich sagen? Jetzt müssen wir vielleicht erstmal wieder einen Stamm ausrotten, damit wir wieder mehr in diese mittlere Schiene reinkommen. Der Lilhock-Dörfler. Das ist doch einer. Okay, einen Hut will ich nicht tragen. Ah, die bringen uns ja auch alle was. Ich hab vergessen, dass diese Kleidung uns auch jeweils etwas bringt. Sammeln, Gesundheit, Sozial. Boah, Sammeln klingt krass. Ich glaube, Sammeln wäre ein Vorteil für uns. Ja, irgendwie so. Damit meine Schniedi nicht sieht. Was ist das? Schulterpolster oder so? Sozial, Gesundheit, Kampf. Ich weiß nicht ganz, ich weiß, okay, die sind hier nur kosmetisch, die brauchen wir nicht, die Dinger. Oder? Ah, nee, das ist Armor, oder? Bringt das irgendwas? Nee, das sieht nicht so aus. Ah, nee, das ist die Währung. Okay, das heißt, das ist alles nur kosmetisch. Wir könnten uns ein schnelleres geben. Aber ich bin nicht Moggy, ist okay. Die Ringe? Nur. Kann man die Ringe an die... Ah, kann man nicht. Nee, okay. Dockarbeiter, Gesundheitsstufe 3. Das ist vielleicht nicht schlecht. So ein bisschen Rüstung haben. Vielleicht können wir uns unsere Arschbacken mal verdecken. Das geht doch nicht so. Das geht so doch nicht. Schaut mal, dass die ein bisschen geschützt sind. Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen Gesundheit. Dann gibt es noch Sammeln, habe ich jetzt auch schon. Ja, Sammeln habe ich schon Stufe 3. Das heißt, brauchen wir nicht nochmal. Aber vielleicht noch irgendwas zum Angreifen. Kampf. Gibt es hier nur Kampfstufe 1? Sozial? Was denn sozial? Und hier ist Kampfstufe 2. Okay,
Dann würde ich mir das Ding hier noch irgendwie dran machen. Aber jetzt was? Es gibt keine gute Kleidung für den Oberkörper, kann das sein? Boah, wie sehen da ultra heftig aus. Wie so ein Space-Soldat. Okay, das ist cool. Und dann will ich noch diese Maske hier draufsetzen für Kampf. Aber die vielleicht hier. Yo, schau dich den mal an. Jetzt haben wir hinten gar keine Bedeckung. Warte, edit sich das? Haben wir jetzt Gesundheit 4? Nee. Können wir noch irgendwas aufboosten? Wir haben jetzt Kampf 2, Sozial 3. Nee, mehr haben wir eigentlich nicht mehr. Dann können wir wirklich irgendwas Kosmetisches vielleicht noch hinzufügen. An unseren Rücken hier diese Spormühle oder so. Hier, mach mal wieder so ein Arschgeweih. Warum nicht? Okay. Sieht doch schick aus. Bisschen bauchfrei, warum nicht? Nicht wahr? Ich bin natürlich ein bauchfreier Supporter. Haben die. Ah, die haben. Okay. Naja, gut, aber die Farben sehen eigentlich cool aus. Ich habe gerade überlegt, ob man der Kleidung eigene Farbe geben kann, aber es sieht nicht so aus. Ach so, oder warte, ist das jetzt die eigene Farbe? Ah, ne, wir können unsere eigene Farbe noch anpassen, lol. Das wollte ich nicht. Aber wo kann ich dann die bestimmen. Ah, gelb ist eigentlich gut. Ah, eigentlich sind die Farben gut. Wisst ihr was? Eigentlich sind die Farben gut. Die passen doch zu mir. Aber vielleicht das eine weiß machen. Dann sieht es mehr aus wie ein Oberteil, oder? Nee, das andere musste das, oder? Das hier muss weiß sein. Ja, es sieht schon mehr aus als wie meine Kleidung. Doch, doch, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Okay. Juhu. Wir sind Höhlenmenschen. Ja, nee, das sind wir nicht. Wir sind keine Höhlenmenschen. Wir haben ja eine Hütte und so. Aber wir sind quasi in der, was, Bronzezeit oder so, Steinzeit, was auch immer. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Kannst du zoomen und die Kamera drehen? Aber es ging auch mit den Tasten, oder? Drehe das Mausrad. Halte beide Maustasten gedrückt, um die Kamera zu drehen. Wie umständlich. Ah, es geht aber auch mit mittlerer Maustaste, okay. Ich schwenke die Kamera mit den Pfeiltasten. Okay. Klicke auf die Übersichtskarte, auf das Hüttensymbol, um die Kamera wieder auf den Stamm zu richten. Ist gemacht. Klicke auf das Porträt eines Stammesmitglieds in der Stammesliste, um eine Bewegung zu machen. Ja, genau, ihr seht, also man kann jetzt anklicken und irgendwo hinmachen. Kann die jetzt nehmen und sagen, geht hier hin. Versteht ihr? Und wir haben immer einen Stammesführer, einen Häuptling. Und hier seht ihr übrigens unsere. Ich mach kurz Pause. Hier seht ihr auch unsere Kumpanen, die wir gesammelt haben beim letzten Mal. Ist das nicht übel cool? Und die sind jetzt so blau. Die haben jetzt so blaue Ornamente, weil die uns gehören. Ist das nicht mega cool? Unsere Schurken von davor gehören jetzt uns. Das sind unsere Haustiere. Juhu! Ist ein bisschen makaber, aber egal, das sind jetzt unsere Haustiere, also von dem her. Boah, ich fand die Stammesliste, glaube ich, mega kompliziert. Man muss auf jeden Fall mehr Essen sammeln, also man muss ein bisschen sammeln und shit. Man verschiedene Gebäude und so. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nicht wahr? Aber das soll es für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn die Stammesphase so richtig losgeht. Und bis dahin würde ich sagen,